Das wird dein Denken verändern. Es dauerte etwa 20 Jahre, bis die Wissenschaft das, worüber ich sprach, anerkannte. Das eigentliche Problem liegt nicht so sehr bei den Wissenschaftlern, sondern bei der Pharmaindustrie. Wenn man diese Art von Heilung, über die ich spreche, in eine Kapsel oder Tablette packen könnte, würde man bereits darüber sprechen. Aber er sagt es völlig richtig, dass es natürlich nicht im Interesse der Pharmaindustrie liegt, dass wir Menschen auf einmal anfangen, uns selbst zu heilen. Stell dir vor, wir würden die Macht, die wir in uns tragen, realisieren. Mindestens ein Drittel aller medizinischen Eingriffe basiert auf dem Placebo-Effekt, von dem die Heilung ausgeht. Ein negativer Gedanke wird als Nocebo-Effekt bezeichnet. Er kann jede Krankheit verursachen. Es ist Zeit aufzuwachen, denn unser negatives Denken manifestiert negative Lebenserfahrungen. Boah, Digga, er spricht mir so krass aus der Seele, gell? 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich Puff macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Liebe geht raus an die ganze Community. Ich hab euch von ganzem Herzen lieb. Und zwar gehen wir jetzt in ein neues Video rein. Spannendes Video. Das wird dein Denken verändern. Dr. Bruce Lipton stellt alles in Frage. Der Titel ist auf jeden Fall spannend und deswegen habe ich mir das Video auch ausgesucht. Ich bin gespannt, was hier erzählt wird. Ich habe gar keine Ahnung bis jetzt, was hier jetzt kommen wird. Aber ich glaube, es wird ein sehr interessantes, cooles Video. Liebe geht raus, wie gesagt, an die ganze Love Gang auf YouTube. Haut gerne was in die Kommentare rein, lasst dem Video einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal. Support it in, man, Alter. Und wir gehen rein ins Video. Let's go. Es dauerte etwa 20 Jahre, bis die Wissenschaft das, worüber ich sprach, anerkannte und ihm den Namen Epigenetik gab. Das ist die neue Wissenschaft. Okay, krass, Epigenetik. Das ist auch das, von wovon Dr. Joe Dispenza auch öfter redet, ne? Die besagt, dass du durch dein Verhalten deine Gene beeinflussen und sie unterschiedlich zum Ausdruck bringen kannst. Das eigentliche Problem liegt nicht so sehr bei den Wissenschaftlern, sondern bei der Pharmaindustrie. Denn okay, jetzt wird's wild, meine lieben Freunde. Die gute alte Pharmaindustrie. Was haben die damit jetzt zu tun? Pharmaindustrie hat die Kontrolle im medizinischen Bereich. Wenn man diese Art von Heilung, über die ich spreche, in eine Kapsel oder Tablette packen könnte, würde man bereits darüber sprechen. Digga, das ist krass. Gebe ich ihm hundertprozentig recht. Aber es handelt sich um eine Bewusstseinsheilung, die man nicht verkaufen kann. Aus diesem Grund haben sie kein Interesse daran und sie bestimmen mit ihrem immensen Geld tatsächlich den Lehrplan einer medizinischen Fakultät. Und eine der Dinge, die sie loswerden wollen, sind Menschen, die auf den Placebo-Effekt ansprechen. Denn der Placebo-Effekt verfälscht die Daten komplett. Ich sage, du wurdest nicht von der Pille geheilt, sondern du wurdest durch den Glauben an die Pille geheilt. Wuhu, Digga, das ist genau meine Philosophie, ich schwör's dir. Wichtiges Video, meine lieben Freunde, auch wichtiges Statement. Und das haben wir auch schon in den Streams öfter gesagt, dass es einfach extrem wichtig ist. Da habe ich auch vorgestern mit einem Kumpel drüber geredet, dass alleine der Fakt, wie sehr du an den Arzt glaubst, der dich gerade behandelt, dass er dich heilen kann, einen Einfluss darauf hat, ob und wie schnell du wirklich geheilt wirst. So. Daran merkst du, dass wir mit unserem Gehirn, mit dem, was wir denken, mit unserem Bewusstsein steuern können, inwiefern wir gesund werden oder nicht. So. Und dann hast du so Phänomene wie Hand auflegen, hast Phänomene, wo Leute ihre Tumore geheilt haben mit Achtsamkeitsübungen und Meditation. Und das kann man einfach nicht mehr ausblenden, so, weißt du? Aber er sagt es völlig richtig, dass es natürlich nicht im Interesse der Pharmaindustrie liegt, dass wir Menschen auf einmal anfangen, uns selbst zu heilen. Stell dir vor, wir würden die Macht, die wir in uns tragen, realisieren und merken, dass wir alles, was Schmerzen oder Krankheiten angeht, auch mit unseren eigenen Gedanken, mit unserem Bewusstsein, mit unserem Mindset behandeln können. So. Ich sag nicht, dass Pharmaindustrie, Tabletten oder irgendwelche Medikamente kompletter Schwachsinn sind. Ich bin überzeugt davon, dass auch die ein oder anderen Medikamente einem helfen können, sich zu heilen. Aber das Mindset und wie du daran glaubst und dein Bewusstsein haben einen sehr, wenn nicht sogar noch einen noch größeren Einfluss darauf, ob es wirklich funktioniert oder nicht so. Und mit diesen Sachen kommst du halt auch wirklich an die Wurzel deiner Krankheit. Aber die Pharmaindustrie will halt nicht wirklich Menschen komplett heilen. Weil dann sind sie ja nicht mehr abhängig von den Tabletten oder von den Rezepten und von diesen ganzen Geschichten, so, weißt du? Das ist einfach eine heftige Geschichte und deswegen finde ich es geil, dass wir das Video gerade angeklickt haben, weil man muss da Aufklärungsarbeit leisten und so vielen Menschen wie möglich das mal erzählen, dass die wenigstens schon mal davon gehört haben. TR8I757, ich küsse dein Herz, danke für deinen Support, danke für dein Prime, Liebe geht raus, Love, Force of the Realness, wir sind da, aber sowas von.
bis zu einem Drittel. Mindestens ein Drittel aller medizinischen Eingriffe basiert auf dem Placebo-Effekt, von dem die Heilung ausgeht. Jeder sagt... Ein Drittel, krass. Ja, ich kenne den Placebo-Effekt. Ich sage, ja, aber das ist das Ergebnis positiven Denkens. Was ist mit negativem Denken? Und darüber sprechen wir nicht. Aber... Negatives Denken kann uns krank machen. Ich schwör's dir. Du kannst einfach krank werden, weil du negativ den ganzen Tag denkst und negative Dinge aussprichst. So. Du kannst einfach Schmerzen davon bekommen, je nachdem, wie dein Mindset ist, so, wie du denkst, wie du mit dir selbst umgehst, wie du mit dir selbst redest, wie du durch die Welt gehst. Das ist so powerful. Die Realität ist, dass negatives Denken genauso mächtig ist, wenn es um deine Biologie geht, wie positives Denken. Es wirkt nur in die entgegengesetzte Richtung. Ein negativer Gedanke wird als Nocebo-Effekt bezeichnet. Er kann jede Krankheit verursachen. Und wenn du glaubst, du wirst sterben, dann kannst du... Auch sowas wie Krebs und so. Das ist eine Ansammlung von negativen Energien. So, Krebs. Deswegen ist es doch auch so, dass wenn Leute Krebs haben oder so, dass man die direkt am besten in ein positives Environment packen sollte, die Ernährung umstellen sollte, dass die nur noch positive Dinge konsumieren und nicht Leid konsumieren in Form von Fleisch etc., sondern anfangen, positiver zu werden. Und es hat einen Rieseneffekt auf die Heilung. So, das ist wissenschaftlich belegt. Sterben. Wir müssen wirklich aufpassen, denn ein Psychologe würde uns sagen, dass 70% oder mehr unserer Gedanken negativ sind und wir wiederholen immer wieder dieselben negativen Gedanken. Ich sage, wenn Gedanken nichts damit zu tun haben, ist es in Ordnung. Aber Gedanken, ob positiv oder negativ, formen unsere Biologie. Schwester, hundertprozentig. Und unser Leben auch. Plötzlich wird klar, es ist Zeit aufzuwachen. Denn unser negatives Denken manifestiert negative Lebenserfahrungen. Oh, Digga, er spricht mir so krass aus der Seele, gell? Da haben wir jetzt wieder einen neuen gefunden, Dr. Bruce Lipton. In den Staaten gibt es halt echt viele Professoren, Doktoren und so, die diese Sachen realisiert haben, so, weißt du? Das erwärmt mein Herz. Und das ist so, wie der eine Bruder geschrieben hat, dass er das schön und toll findet, dass es jemanden wie mich gibt, wo er das Gefühl hat, ich bin nicht alleine mit dem, wie ich denke und wie ich rede. Genauso erwärmt es mein Herz, Menschen zu sehen wie Dispenza oder Bruce Lipton oder so, wo ich einfach das Gefühl habe, die haben es verstanden und die verbreiten diese Message so. Das ist voll schön. Einfache Tatsache ist, dass Medikamente wie Prozac in Labortests nicht besser abschneiden als eine Zuckerpille. Und wie viele Milliarden Dollar werden täglich auf diesem Planeten für Prozac oder Statinmedikamente ausgegeben? Statinmedikamente helfen weniger als 3% der Menschen, die sie einnehmen, und tatsächlich verursachen sie bei etwa 23% gefährliche Nebenwirkungen. Du hilfst also 3% mit einem Medikament und 23% werden durch das Medikament vergiftet. Krank. Pharmazeutische Medikamente töten jährlich etwa 300.000 Menschen. Und alle sagen, oh, das ist eben der Preis der Medizin. Aber wenn es um Drogen geht, die weniger als 30.000 Menschen pro Jahr töten, gibt es plötzlich einen Krieg, weil 30.000 Menschen gestorben sind. 300.000 Menschen, die gestorben sind, das ist normal. Okay, wie durchbrechen wir diesen Kreis? Wie bekämpfen wir diese riesigen Unternehmen? Bewusstsein. Menschen bewusst machen. Einfach gesagt, stärke dich selbst, denn du bist es, der all das kontrolliert. Jedes Medikament, das dich betrifft, musst du verstehen, dass es mich beeinflusst, weil ich ein natürliches Äquivalent dieses Medikaments bereits in meiner eigenen Biologie habe. Du nimmst kein Medikament ein und es betrifft dich und du hast einen Rezeptor für dieses Medikament, als ob du diesen Proteinrezeptor für ein Medikament hättest, das du vielleicht nie einnimmst. Das wäre albern. Also wenn du einen Rezeptor für ein Medikament hast, dann war dieser Rezeptor bereits da, weil es ein natürliches Medikament gibt. Also wenn du die Wirkung des Medikaments haben möchtest, musst du kein externes Medikament einnehmen. Ich sage nein, du musst dein Bewusstsein ändern, denn du stellst bereits jedes Äquivalent eines Medikaments her. Und die Idee ist, wenn du es nicht herstellst, dann bedeutet das, dass dein Bewusstsein dich nicht in deiner Gesundheit unterstützt. Es ist wirklich eine Anpassung des Bewusstseins, nicht eine Anpassung deiner Biologie. Es dauert. Was ein geiles Video, ich schwör's dir. Das hat mein Herz erfüllt. Das ist genau die Message, die ich auch weitergeben möchte. So. Yo, sehr, sehr schönes Video. Sehr geil erklärt. Finde ich mega. Können wir uns gerne öfters was von reinziehen.
von Bruce Lipton. Sehr gute Message. Nehmt euch das zu Herzen, meine lieben Freunde. Guckt es euch nochmal an, wenn ihr wollt. Link natürlich unten in der Beschreibung drin. Und hört darauf, weil das ist auch das, was ich versuche immer zu... Das Bewusstsein lenkt eigentlich dein ganzes Leben so. Und wenn du unbewusst durch die Welt gehst, dann können Dinge passieren, die du nicht verstehst so. Sobald du ins Bewusstsein reinkommst, nimmst du Dinge bewusst wahr und merkst, was für eine Riesenmacht du über dich und dein eigenes Leben hast so. Es ist einfach so powerful. Deswegen fangt an, euch mit eurem eigenen Bewusstsein auseinanderzusetzen. Fangt an mit Meditation, Bewusstseinsübungen, Achtsamkeitsübungen. Tut es einfach und glaubt mir, es kann nur in eine gute Richtung reingehen. So, und nicht anders. Ich liebe euch, YouTube, eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace.